Wir stehen jetzt vorm ehemaligen Bergwerk Ost in Hamm. Das bestand ursprünglich mal aus drei Zechen, die allerdings 1998 zusammengelegt wurden. Ja, und 2010 war es auch in Hamm zu Ende mit dem Bergbau, seitdem liegt es brach. Aber zur Extraschicht 2016 wird es erstmals wieder für Besucher geöffnet. Die Geschichte des Bergwerks geht bis in das Jahr 1873 zurück, als man mit dem Abteufen des Schachtes Grillo I der Zeche Monopol begann. Der Betrieb der Zeche Heinrich Robert in Hamm begann im Jahr 1901. 1998 wurden die vormals eigenständigen Bergwerke Haus Aden in Oberaden, Monopol in Bergkamen und Heinrich Robert in Hamm zum Bergwerk Ost zusammengelegt, das daraufhin aus 17 Bergbauschächten bestand. Die meisten von ihnen wurden jedoch wenige Jahre später aufgegeben. Zuletzt waren im Bergwerk noch 2000 Mitarbeiter beschäftigt. Am 30. September 2010 wurde es endgültig stillgelegt. Das Hammer Bergwerk war zuletzt das einzige in Deutschland, das noch die hochpreisige Kokskohle förderte. Wie die Zukunft des Bergwerkareals aussehen wird und welche Gebäude stehen bleiben werden, ist noch nicht entschieden. Geplant ist auf dem Gelände ein Kreativquartier, außerdem soll sich Gewerbe ansiedeln und auch zur Erzeugung regenerativer Energien soll das Gelände genutzt werden. Planungsbüros erarbeiten derzeit verschiedene Konzepte für die Nachnutzung. In Ideenwerkstätten und Workshops sind auch die Bürger der Stadt Hamm gefragt. Bei der Extraschicht diente das Bergwerk als beeindruckende Kulisse für Konzerte, darunter von Star-Pianist Martin Stadtfeld. Und auch die Hammerband Kapelle Petra stand auf der Bühne. Ehemalige Bergleute führten Besucher über das Gelände und berichteten von ihrer Zeche. Das war ein kleiner Ausschnitt unseres Extraschicht-Films. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann gibt's hier unten den kompletten Film. Hat euch dieser Film gefallen, dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Yo. Yo. Yo, yo, yo.